Igitt, man kann das von Nil überfahrene Eichhörnchen den kompletten Weg bis hierher riechen. Gehen hinein. Sagen wir gehen direkt hoch. Schauen, ob wir weitermachen können. Wir reden mal mit dem Arzt. Wie geht es, John? Wir verlieren ihn. Was treiben Sie denn? Wir sind einfach nicht vorwärts gekommen. Tun Sie etwas. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Falls Sie Ihren Kollegen suchen, ich glaube, er ist in der Küche. Und was mich jetzt interessiert hat, wir sehen jetzt hier diesen Balken. Der war vorhin, als wir gestartet haben, grün. Und jetzt ist er bereits gelb. Das zeigt halt an, dass es ihm wirklich nicht mehr allzu gut geht. Wir müssen uns einfach beeilen. Deswegen werden wir jetzt unseren Kollegen Dr. Watts einmal aus der Küche holen, damit wir schnell weitermachen können. Nein, den Teil verstehe ich, aber... Okay. Hast du das in den Akten gegengecheckt? Und warum nochmal wurde uns diese Information verschwiegen? Oder dem Arzt in diesem Fall? Woher hast du den Kaffee? Sch! Sprichst du mit der Zentrale? Ja, ich erkläre es dir später. Also, pst. Wir machen ihm mal Licht an. Moment mal, ist das nicht... Hast du ihn gefunden? Im Leuchtturm, bevor wir angefangen haben. Zum letzten Mal jetzt, pst. Okay, dann schauen wir doch einmal in die anderen Räume rein. Vielleicht entdecken wir etwas, was uns weiterhilft. Oh, hier sind die beiden Kinder am Schlafen. Aber Mom, ich will nicht zur Schule. Es ist Sonntag, Liebling. Psst, lassen Sie sich schlafen. Sie schlafen ganz selig zusammen auf der Couch. Trotz der ganzen Neckereien. Kaisers neue Kleider. Ja, die Bedeutung des Buches kennen wir jetzt inzwischen. Aber die Passage haben wir bereits gelesen. Ich schaue nur, irgendwas Neues entdecken. Buch ins Regal stellen. Ja, das kennen wir auch. Nichts tun. Okay, ich habe gedacht, wir könnten das Buch auch noch aufheben. Oh nein. Schalten Sie das aus, Sie Doofnuss. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Die Doofnuss geht. Ich will nochmal mit der Mutter reden. Bin ich weg. Anscheinend nicht. Ist jemand im Badezimmer? Nein. Wir nochmal in den Keller. In den Keller können wir auch nicht. Komme ich mir gerade ein bisschen unnütz vor. Sollten wir nochmal rausgehen. Selber zum Leuchtturm. Mal schauen, ob wir diese Option haben. Besser, ich schaue mal, ob Neil eine Idee hat. Also zum Leuchtturm können wir auch nicht. Dann gehen wir wieder zu unserem Kollegen. Vielleicht hat er das Telefonat inzwischen beendet. Das würde uns sehr entgegenkommen. Denn ich möchte, trotz der inzwischen nicht mehr ganz so weißen Weste von Johnny, weil ich finde diese Aktion in der Highschool war schon so ein bisschen, ja, arschig. Zumindest die Aussage, ich meine, er war noch sehr, sehr jung. Aber es gilt nach wie vor, seinen Traum zu erfüllen.
der letzte Papierhase den River John gegeben hat. Ich bin mir nicht sicher. Das müssen wir ausprobieren. Und er ist immer noch am Telefonieren. Dann gehen wir nochmal hoch. Oder können wir inzwischen... Ah, wir können nochmal mit ihr reden. Oder? Bitte, 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 bitte. Die beiden kann man wirklich nicht aus den Augen lassen. Gestern waren sie auf bis in die Puppen. Nun ja, es sind aber auch keine alltäglichen Umstände. Nein, wohl nicht. Oh, wollten Sie mich noch etwas fragen? Über alles. Fangen wir mal bei Lily an. Wissen Sie, es ist ziemlich ungewöhnlich, dass jemand wie Sie hier arbeitet. Ich meine mit zwei Kindern und all dem. Ach, das geht ganz gut. Wir kommen zurecht. Es gibt auch einen Schulbus, er hält nicht weit von hier. Was hat sie überhaupt hierher verschlagen? Nun, vor einigen Jahren ist mein Mann ums Leben gekommen. Was ist passiert? Der Krieg. Er war in der letzten Einheit, die nach Übersee geschickt wurde. Das tut mir sehr leid. Ich war in Panik. Wir hatten wenig Erspartes und es gab keine Jobs. Johnny sah meine Anzeige und bot mir diese Stelle an. Ich nahm sie dankbar an. Dieses Haus, es war so friedlich. Es half mir, meine Trauer zu überwinden. Zahlt die Regierung denn nicht Renten, um Kriegswitwen wieder auf die Beine zu helfen? Doch schon. Es dauerte, aber schließlich bekam ich etwas Unterstützung. Inzwischen hatte sich Johnnys Zustand aber verschlechtert. Er brauchte meine Hilfe. Tommy und Sarah gefiel es hier, also sind wir hier geblieben. Und Johnny, er war so froh darüber. Wir werden ihn vermissen. Ich glaube, tief im Herzen wünschte Johnny sich eine Familie. Was werden sie ihnen erzählen wegen John? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich werde ich mir was ausdenken. Aber es wird sowieso nichts bringen. Die Kinder von heute sind clever. Sie werden dahinter kommen. Ist auch in Ordnung. Das ist der Lauf des Lebens. Da gibt es nichts zu verheimlichen. Das ist Ihr Vollzeitjob, nicht wahr? Was werden Sie tun, wenn das hier vorbei ist? Das kann ich schon machen. Zurück in die Stadt, eine Stelle suchen und weiterleben, denke ich. Aber es ist schon traurig. Ich werde Johnny und das Haus vermissen. Vielleicht komme ich ab und an mal wieder hierher, auf einen Besuch. Oh, hey. Bevor Johnny das Bewusstsein verlor, erzählte er mir, dass sie beide bald eintreffen würden. Er sagte, dass er wahrscheinlich nicht mehr selbst die Gelegenheit dazu haben würde, deshalb bat er mich, ihnen zu danken. Also, vielen Dank. Was ist? Es scheint, als gäbe es vertrauliche Akten aus Johnnys Kindheit. Vertrauliche Akten? Vertrauliche Krankenakten, um genau zu sein. Offenbar hat er während seiner Kindheit eine nicht unbeträchtliche Menge Beta-Blocker verabreicht bekommen. Und was für ein Zufall! Die haben eine klitzekleine Nebenwirkung auf so ein komisches Ding namens Gedächtnis. Beta-Blocker. Johnny hatte keine Herzprobleme, oder? Anscheinend nicht. Was uns zur Frage führt, ob diese Nebenwirkungen nicht die eigentliche Absicht waren. Vor allem
bei derart großen Mengen. Der Einfluss auf sein Erinnerungsvermögen muss immens gewesen sein. Du meinst, das hat uns den Weg zu den Kindheitserinnerungen versperrt? Jedenfalls ist es kein Maschinenfehler, so viel kann ich dir sagen. Die IT-Abteilung hat mich ganz schön angemotzt, weil ich sie beschuldigt habe. Und was jetzt? Ich habe die Frequenzmodifikationen bekommen. Mit denen können wir die Barriere überwinden. Und wenn wir erst einmal in seiner Kindheit angekommen sind, ist es sicher früh genug, um den Wunsch erfolgreich zu übertragen. Worauf warten wir dann? Es gibt da noch eine Sache. Oh, natürlich. Es gibt immer noch eine Sache. Um die neuen Frequenzen zu aktivieren, brauchen wir einen Auslöser. Ein Auslöser? Etwas, das in den versperrten Erinnerungen sehr stark präsent ist. Und wir müssen es Johnny geben, damit er seine Erinnerung wecken kann. Wie sollen wir das machen? Wir wissen so gut wie nichts über seine Kindheit. Und selbst wenn wir ein Kindheitsfoto fänden, John ist nach wie vor bewusstlos. Ja, also sind wir keinen Schritt weiter. Weißt du, seit Noras Fall letztes Jahr hatten wir keinen Auftrag mehr, der mich so saumäßig genervt hat. Geht mir genauso. Das bringt mich noch um. Ich gehe mal etwas frische Luft schnappen. Hab meinen Kaffee vergessen. Notiz Beta-Blocker erhalten. Schauen wir uns natürlich an. Medikament mit der erinnerungsbeeinträchtigenden Nebenwirkung. Das ist überhaupt nicht gut. Und das ist immer noch der letzte Papierhase. Okay, wir gehen einmal raus. Folgen wir Neil. Es stinkt! Hör auf, ständig rein und raus zu rennen. Das überfahrene Tier, Eva. Es stinkt. Ich weiß, daran bist du schuld. Du hast es überfahren. Was ist los? Die Kinder schlafen noch. Moment mal. Die letzte Erinnerung, die, wo wir feststeckten, sie hatte denselben Geruch. Worüber reden sie beide? Die Geruchsrezeptoren sind direkt mit dem limbischen System des Gehirns verbunden, Lilly. Verstehen Sie nicht, was das bedeutet? Was? Er meint, dass der Geruchssinn wahrscheinlich der effektivste Sinn ist, um Erinnerungen zu wecken. Wir können den Geruch als Stimulanz benutzen, um einen Weg zu seinen Kindheitserinnerungen freizulegen. Und das Beste, obwohl Johnny bewusstlos ist, ist er immer noch empfänglich dafür. Ich glaube, ich habe irgendeinen wichtigen Zusammenhang verpasst. Okay, das ist gut. Das ist fantastisch. Jetzt muss ich nur noch etwas von dem Tierkadaver holen. Ja, ich werde... Moment mal, warum sollte ich das Tier holen? Du hast es überfahren. Genau, ich habe meinen Beitrag geleistet. Oh, du mieser Bastard. Naja, wenn es ihnen hilft, sie... Sie könnten meine Handschuhe haben. Zu gütig. Es sind zwar eigentlich keine Wegwerfhandschuhe, aber das wird sich danach vermutlich ändern. Ja, da gehe ich mal von aus. Und wir gehen das Eichhörnchen holen. Jetzt sofort wieder durch den Wald. Und da sind wieder die anderen Eichhörnchen. Déjà-vu. Ja, das habe ich auch jedes Mal, wenn sie da langlaufen.
Wir haben es sofort geschafft. Das mufft dann schon ziemlich weit. Das Auto qualmt nicht mehr. Wenigstens hat es aufgehört zu qualmen. Wo mich dieser Job überall hinführt. Es ist zu gefährlich, infektiöses Material von einem überfahrenen Tier einfach so nach drinnen zu bringen. Mit der versiegelbaren Box im Auto sollten wir zumindest den Geruch in den Griff bekommen. Suchen wir mal diese Box. Wo gehen Sie hin? Ich. Kleine Doktoren. Okay. Pures Chaos. Der Aufprall hat alles durcheinander geworfen. Mal sehen. Eine Flasche kullert heraus. Ah, hier ist sie. Hermetisch versiegelbare Box erhalten. Jetzt brauchen wir nur noch etwas von diesem dreckigen Kadaver. Ah. Box mit Verwesungsgeruch erhalten. Dann gehen wir mal wieder hoch. So. Oh, hey. Hast du das überfahrene Tier mitgebracht? Alles bereit. Schön. Dann leg schon mal los. Ich bin gleich wieder da. Wo gehst du hin? Ich muss mein Tamagotchi füttern. Was? Doch wirklich, Schwester. Ich hatte eben so ein Retro-Feeling. Wie auch immer, beeal dich und mach alles fertig. Bin in 0, nichts wieder da. Was machst du? Da drüben stirbt uns jemand. Was zur Rübe hat er vor? Ich habe keine Zeit, ihm jetzt hinterherzulaufen. Es ist schon komisch, wie er sich jetzt verhält. Hat er irgendwas im Auto versteckt, was wir nicht finden sollten? Wenn wir an exakt diesem Punkt angekommen sind, gebe ich das Signal. Sobald ich das tue, öffnen Sie bitte das Ventil für etwa 3 Sekunden. Sicher. Wurde aber auch Zeit, dass du auftauchst. Sicher, dass keine Keime entweichen können? Alles versiegelt und durchgefiltert. Nicht, dass es einen toten Mann noch viel ausmachen würde. Sie sollten wissen, dass sich Johnnys Zustand rapide verschlechtert. Es könnte Ihre letzte Chance sein. Was immer Sie beide da drin vorhaben, ich wünsche Ihnen viel Glück. Glück ist das Letzte, was wir jetzt brauchen. Wir reisen wieder in Johnnys Kopf, in seine Erinnerung. Dritter Akt. Sie senden ihr Licht zu den anderen Leuchttürmen und zu mir. Wir sind wieder in seiner Jugend. Gehen wir. Okay, wir haben direkt alle links und müssen wieder zu dem Fußball. So, und wir gehen mal in das Kinderzimmer. Johnny selbst können wir nicht interagieren. Dann gehen wir direkt zum Memento.
So ein kleines Ding. Und es macht uns so viel Ärger. Ich könnte es zum Mond schießen. Ich schätze, wir könnten jetzt nur das Signal senden und hoffen. Gut. Bereit? Irgendetwas passiert. Schnell, sende es nochmal. Was ist los? Doktor, da stimmt was nicht. Was? Übernehmen Sie für mich, Lilly. Sein Zustand hat sich destabilisiert. Ich muss die Medikation anpassen. Was passiert mit diesem Ort? Er ist instabil geworden. Raus hier! Was? Raus aus seinem Gedächtnis, sofort! Wieso? Solange das System so instabil ist, kann jeder, der sich hier befindet, bleibenden Schaden nehmen. Du machst Witze. Warum lockst du dich da nicht aus? Ich kann nicht, Neil. Wenn wir uns beide ausloggen, ist unsere bisherige Arbeit verloren. Und wir haben nicht mehr genug Zeit, alles nochmal zu machen, bevor Johnny... Ach du Blöde. Erzähl mir doch keinen. Wir sind hier nicht im Kinofilm und du bist nicht die Heldin. Du bist einfach nur bescheuert. Aber du bist ein Held, oder wie? Mach, dass du hier rauskommst. Vergiss es. Wenn du weg bist, stecken sie mich wahrscheinlich in ein Team mit Alistair. Weißt du, wie der Mann stinkt? Schlimmer als das überfahrene Vieh. Verdammt, Neil. Das habe ich nun davon, dass ich dir geholfen habe, dich durch den Eignungstest zu mogeln. Können wir nur hoffen, dass der Doktor es schafft. Er hat es geschafft. Sehr gut. Doktor? Alles im Griff. Vorerst. Und es ist schön zu sehen, dass wenn es hart auf hart kommt, die beiden Doktoren so sehr und so oft sie sich necken, doch zusammenhalten. Sie streiten sich zwar, aber sie sind beide dort geblieben. Weißt du was? Dein Karottenkuchen ist ekelhaft. Warte mal. Ja, bei der letzten Weihnachtsfeier, da hattest du... Oh. Komm, lass uns gehen, bevor das nochmal passiert. Weißt du, ich habe das nicht wirklich so gemeint. Also, dass du bescheuert bist. Ich allerdings schon. Okay, darüber können wir nicht. Müssen wir nochmal mit dem Ball interagieren? Das kann natürlich auch sein. Schauen wir mal, ob das klappt. Augen zu und durch. Bitte, 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 lass es klappen. Scheint zu klappen. Sehr gut, es hat geklappt. Es hat funktioniert. Ich kann es kaum glauben. Wir sind also tatsächlich durch. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es mir hier gefallen wird. Wieso? Sieht doch alles ganz friedlich aus. Neil, vorhin in Johnnys Zimmer, ist dir da etwas Seltsames aufgefallen? Was genau? Da war etwas Seltsames. Hast du es nicht gesehen? Ich glaube nicht. Schon gut. Ich hoffe nur, dass ich Unrecht habe. Es würde mich auch interessieren, was sie entdeckt hat. Hier sehen wir Johnny auf der Schaukel. Seiner Mutter? Ist das seine Mutter? Ich glaube schon. Wow, das klingt fabelhaft. Ich weiß, okay, irgendwann musst du sie nochmal dorthin mitnehmen. Die Mutter redet mit irgendjemandem.
eine Straße. Dort sehen wir nochmal Johnny. Himmel, die Zeitüberlappung gerät außer Kontrolle. Sieh dir mal an, wie viele Exemplare von ihm hier sind. Es ist ein regelrechter Zoo. Das alles verdanken wir dem Opfer unseres kleinen Freundes hier. Ich hoffe es. Danke, kleines Eichhörnchen. Ruhe in Frieden. Oh Gott, sieh mal auf die Uhr. Ich mache mich besser auf den Weg. Das Geschäft macht heute früher zu. Oh, pass auf dich auf, Martha. Grüß die Jungs von mir. Mache ich. Wir sehen uns. Tja, das ist wohl eine Sackgasse. Und worauf wolltest du hinaus? Vergiss es einfach. Vielleicht hatte ich auch mal Unrecht. Schau nur, dieser Ort, er ist so friedlich. In dieser Erinnerung existiert nichts, was so etwas auslösen könnte, außer... Verdammt, ich Idiot! Wir müssen umkehren, sofort! Moment mal, was ist denn jetzt schon wieder? Halt einfach die Klappe und komm! Nein. Ich verstehe das nicht. Er war bewusstlos. Wie können wir das hier sehen, wenn er es selbst niemals gesehen hat? Jedenfalls ist es ein Wunder, dass er überlebt hat. Eigentlich hat er das ja auch nicht. Was? Hast du dir sein Zimmer nicht angesehen, Neil? Johnny hatte ein Etagenbett. Joey! Joey, kannst du mich hören? Joey! Warum hast du Joey überfahren, Mom? Warum hast du ihn überfahren? Joey, wach auf, Joey! Wach auf! Der Herzschlag wird immer langsamer. Joey. Auch wenn sie noch so klein waren. Einen Zwillingsbruder zu verlieren. Ganz davon abgesehen, wie sich die Mutter fühlen musste. Wenigstens hatte Johnny die Beta-Blocker, um die Erinnerung auszulöschen. Nicht, dass da noch viel wäre. Sie sind nur entkoppelt, nicht gelöscht. Irgendwo hier drin hat ein Nachhall dieser Erinnerung wahrscheinlich weiter existiert. Was ist mit der Mutter? Ich glaube nicht, dass sie Beta-Blocker genommen hat. Sieht aus, als wäre sie ein wenig durchgedreht. Zumindest glaube ich nicht mehr, dass Joey nur ihr Spitzname für Johnny war.
Aber wenn sie Johnny als Ersatz für Joey nimmt, was ist dann mit Johnny selbst? Mag das hier nicht. Lass uns gehen. Notiz Joey erhalten. Sieht aus, als wäre das nicht die einzige abgekoppelte Erinnerung gewesen. Seltsam. Es baut keine Barriere mehr auf. Mal nicht den Teufel an die Wand. Das ist hart. Mann, das musst du unbedingt auch mal lesen. Ich meine, echt jetzt. Diese Serie ist einfach nur genial. Ich habe schon drei Bücher einfach so weggelesen. Was liest du denn? Animorphs. Es geht um eine Gruppe von Kindern, die sich in Tiere verwandeln und gegen Schnecken kämpfen, die deine Gedanken kontrollieren. Ach, dieses seltsame Alien-Zeug ist nichts für mich. Jetzt wissen wir auch, warum Johnny diese Bücher mochte und gelesen hat. War nicht der eigene Antrieb, sondern seinem toten Zwillingsbruder zuliebe. Wieso nicht? Es ist der Hammer. Statt zur langweiligen Schule zu gehen, können sie zu Tigern werden, die große böse Aliens in Stücke reißen. Dabei machen sie immer so rar, 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 rar. Und dann kriegen sie Laser. Und dann alle so peng, 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 peng. Lass das. Ihihihi. Wirst schon sehen, Johnny. Eines Tages werde ich ein berühmter Autor. Dann schreibe ich die coolste Geschichte überhaupt und alle Kinder kriegen mein Buch umsonst. Ich werde uns reich machen und dann kaufe ich dir und Mom richtig dicke Villen. Wie willst du uns reich machen, wenn die Bücher umsonst sind? Umsonst für die Kinder. Die Eltern müssen bezahlen. Ist doch klar. Klar, ich bin ganz sicher, dass die Eltern dir das Geld hinterher schmeißen. Was ist? Bist du immer noch sauer wegen neulich? Jetzt komm schon. Ich habe als Erster gesagt, dass ich den Zug haben will. Es war alles ganz fair. Was ist eigentlich mit deinem Preis passiert? Hab ich verschenkt? An einen Penner? Pass auf, es geht nicht immer nur um neulich. Du weißt, dass du immer Moms Liebling warst. Hey, das ist doch gar nicht wahr. Erinnerst du dich an letzte Weihnachten? Und letzte Ostern? Und als wir angeln waren? Und. Okay, weißt du was? Du kannst meinen Zug haben, wenn du willst. Echt jetzt? Yep. Ich meine, nach deiner Logik wird sie mir ja einfach einen neuen kaufen, richtig? Hör mal, Johnny, welchen Unterschied macht es schon, wem von uns was gehört? Alles, was meins ist, ist auch deins. Ich meine, wir können doch beide damit spielen, stimmt's? Sehr erwachsenes Verhalten. Stimmt. Siehst du? Ich meine, du bist mein Zwillingsbruder, Mann. Du bist wie ein Teil von mir. Hey, komm. Lass uns die Nachbarn foppen. Das wiederum nicht. Warte mal, im Regen? Ja klar, im Regen. Komm schon. Notiz Animorphs erhalten. Oh, wir haben direkt alle Links bekommen. Wir schauen uns erst die Notizen an. Und wir sehen hier oben, der Zustandsbalken ist rot. Das ist gar nicht gut. Okay, es hat sich nichts verändert bei der Notiz. Vielleicht hätten wir die an dieser Stelle nochmal bekommen.
Ah, doch, hat sich wohl verändert. Joeys Lieblingsserie. Vorher stand da, glaube ich, Johnnys Lieblingsserie. So.